Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Phantasia. Nachdem ich im letzten Part erstmal 10 Minuten rumgerannt bin und vergessen hatte, dass ich im vorletzten Part einen Schlüssel bekommen habe, den ich im letzten Part genutzt habe, geht's jetzt hoffentlich weiter auf dem richtigen Weg und ich habe gesehen, Mint und Archie haben bald ein Level Up. So, hier rein. Alles klar. Jetzt stellt sich jeder auf seinen Platz und schaut gerade aus. Und alle haben die Augen geschlossen. Jetzt hat sie geöffnet. Ich bin skeptisch. Was war hier? Weil ich glaube, hinter dieser Tür ist Chaos. Glaube ich. Deswegen würde ich mit Mint und Archie gerne noch ein Level Up erreichen. In Klaas Alter deines Gutes. Flieht. Man hört das I manchmal nicht so wirklich. Nur Flieht. Flieht wegfoltern. Mint Level Up Valkyrie gelernt. Und Archie hat auch ein Level Up. Perfekt. Das ist ein Valkyrie. Ich darf ich mal safe und erstmal gucken, was Valkyrie ist. Techniken Mint. Ruft eine Kriegsgöttin, um die Kameraden zu segnen. Ich mach die. Ich mach's mal aus. So. Jetzt alle gestärkt, alle. Ja gut, ich nicht da. Wobei Archie, Klaas und ich hier. Zwei TP, aber ansonsten sieht's ganz gut aus. Wie viel Kämpfe? 750 exakt. Und das Gold ist einfach mal übermenschlich hoch. Alles klar. Stellt sich jeder. Achso, nochmal. Weil ich den Raum verlassen habe, oder wie? Egal. So. Wieder offen. So, rein mit mir. Ah, ein blauer Ritter. Gut, niemals bitte das vor deinem Händen. Jetzt müssen wir sehen. Ja. Oh. Ich stelle mich gerade doof an. Ja, der Lord muss einstecken. Archie. Na, jetzt hat sie definitiv eine reingedrückt bekommen. Kann man nämlich nicht. Hat sie abge. Rüstern der Hölle. Oh Mann, Klaas muss auch einstecken. Macht mal. Ja, jetzt hat Klaas definitiv eingesteckt bekommen. Und du könntest dich aber auch mal nützlich machen. Mach mal Valkyrie auf mich hier. Oh Mann, ich kann keine Valkyrie einsetzen, weil irgendwie wird alles. So, jetzt stirb endlich, du scheiß Echse. Guckt euch das an. Ja! Dem habe ich gegeben. Fragezeichen war für eine Flasche. So. Warum kann ich nicht komplett nach unten? Was habe ich von denen denn bekommen? Sie schmeckt es fast wie Drachenfleisch. Oh. Ich werde mir dann von Glanz. Ich glaube, diese Dinger werde ich alle mal identifizieren und verschoppen. Die 15 nicht, weil das sind, glaube ich, alles rückgratlose Langschwerter. Ja, rückgratlos. Da ist er da. Um ihn kreisen die beiden Planeten. Oder Mond, was weiß ich. Und die Musik ist noch. Das. Da bist du also. Jetzt gehörst du mir. Ich weiß nicht mehr, wie ich ihn gesprochen habe, welche Stimme ich ihm gegeben habe. Ich weiß gar nichts mehr. Was ist? Hast du ja schon vor Angst, die Rosen? Das solltest du zumindest.
Was tut ihr hier? Ich habe keinen Grund, mit euch zu kämpfen. Hast du nichts? Ich aber. Ich werde euch fertig machen. Ihr seid also nichts als Midgards Handlanger. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu vernichten. Jetzt bist du Geschichte daraus. Musik! Okay, zwei Lords. Mach mal erstmal eine dicke Ungnade. Dann wird Klaas mit Luna erstmal voll eine geben. Wind schärft mich. So, ich schieb die beiden Fatzken erstmal zurück. 6000! Valkyrie! Geil! Und meine Stimme ging in Europa. Was hat er gesagt? Hat er überhaupt was gesagt? Na hier, das. Nix mehr. Ja. Zeigt er mir den Mittelfinger? Das redet die ganze Zeit irgendwelches unverständliches Zeug. Oh, oh! Auf zu labern. So, müssen die beiden Lords loswerden. Nein, das Löwenherz ist zwar schön und gut, aber die Lords, keine Ahnung, was die Mehrzahl von Lords ist, die kann ich damit nicht zurückdrehen. So, hier der Erste, der muss jetzt mal drauf gehen. Ja, er ist weg. Boah, boah. Hier mal auf mich. Boah, boah, boah. Irgendwie klingt der so wie Jin. Also nicht wie Jin von Xenoblade Chronicles, sondern wie Jin von Tekken. Kintasama, der hat eine ähnliche Stimme, ja. Aber Jin hat eine etwas dunklere. Boah! Ifrit, gib ihm! Boah, er kann nichts tun! Ifrit, los! Oh. Das klingt so geil! Hör auf zu labern! Der Schaden! Oh, Paralyse auch noch! Ifrits Attacke! Oh, er kann nichts tun! Ich habe ihn nicht hier gedrängt! Ich mag zwar nicht viel Schaden, aber hey, meine Angriffe sind schnell! Ifrit! Oh, dieses Indignation macht fast 7000 Schaden! Der hält da einfach starr, der Hund! Dann mach mal einen Hühner! Er kann nichts tun, er kann nur abwehren. Ja! Das war aber schon irgendwie unfair von mir. Ja, der Ring. Ohrenflasche. Da konnte ja gar nichts. Das war bestimmt nicht der letzte Kampf. Nein, er ist verschwunden. Verdammt nochmal, daraus! Hörst du mich? Eines Tages wirst du noch bitter für den Tod meiner Familie bezahlen. Wolf, und jetzt? Tja, was sollen wir hier noch tun? Am besten wir machen uns auf den Rückweg. Da, muss das so laut sein? Ach, das seid ihr. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich hier irgendjemandem gesprochen habe. Es tut mir so leid, ich weiß, wie viel dir Edward bedeutet haben muss. Es ist ja nicht deine Schuld. Er hat getan, was er tun musste. Ich habe hier einen Brief von Edward. Es ist ein Abschiedsbrief. Es ist ein Abschiedsbrief. Warum stehst du eigentlich in der Mitte? Er gab mir diesen Schlüssel und bat mich darum, mich um euch zu kümmern. Jetzt, wo er das nicht mehr selber machen kann. Wofür ist der Schlüssel denn? Keine Ahnung. Gehen wir doch zu Edwards Haus. Vielleicht kann uns Lilith ja weiterhelfen. Heißt nicht im Gegnerart so hier in dem Spiel? Lilith?
Unglaublich, was für eine schöne Überraschung. Lange nicht gesehen, Lilith. Ich wünschte, die Umstände wären glücklicher. Ich bin ein Überlebenskünstler, Moonglom. Manchmal vergesse ich sogar, dass er nun fort ist. Er war so selten hier, als er noch lebte. Wir müssen in Lilliths Bibliothek kommen. Na, da habe ich kein Problem mit, aber die ist zugeschlossen. Ist das der Schlüssel? Ja, wo habt ihr den... Jau. Warum konnte man nicht einfach Ja schreiben? Jau, welche alte Oma sagt schon Jau? Wo habt ihr den her? Edward hat ihn mit der Post geschickt. Na dann, folgt mir bitte. Aber der Kampf gegen Daos war irgendwie easy. Ich wette, das war noch nicht alles. Moment, ich glaube, das hier war ja in der Vergangenheit. In der Gegenwart ist er auch noch, oder? Oh, Scheiße, das heißt, in der Zukunft muss ich auch noch gegen ihn kämpfen? Oh. Das heißt, das Spiel ist noch länger. Ich mag es zwar, aber ich habe mich um ehrlich zu sein schon auf andere Spiele gefreut. Das ist die Bibliothek. Edward hat etwas Unglaubliches erforscht. Bis vor kurzem dachte man noch, es wäre unmöglich, durch die Zeit zu reisen. Und seine ganzen Dokumente sind... hier? Kurze Zeit versank die antike Stadt Thor in die Tiefen des Ozeans, aber es wird vermutet, dass diese Kultur bereits Technologie zum Zeitreisen hatte. Thor, die antike Zivilisation aus all den Legenden? Nenn man den bitte. Selbst wenn Thor existieren würde, wie kämen wir dann auf den Grund des Meeres? Die Stadt wäre wohl nicht in gutem Zustand, aber die Bücher sagen nichts darüber, wie man dorthin kommt. Nicht die Gutes. Egal, ich glaube, ich habe mich mal verlesen. Ich glaube kaum, dass meine Magie helfen wird. Vielleicht kann ich da etwas machen. Angeber! Was willst du jetzt machen? Ich vermute, dass Thor ungefähr 100 Kilometer nordöstlich von Venezia liegt. Ich würde euch ja begleiten, aber ich muss leider wieder nach Alvaniste zurück. Okay, dann schnappen wir uns jetzt als nächstes in Venezia ein Schiff. Zuerst müssen wir aber den Baum des Lebens retten, sonst stirbt er garantiert ab. Das stimmt, aber wenn unsere Magie da nicht hilft, dann wird uns da aus jedem Knochen im Leib einzeln brechen. Das war zwar taktlos, Archie, aber es trifft den Kern. Ja, sie ist ein bisschen taktlos, die Archie. Momentchen! Das verstehe ich nicht. In ihren Knochenleib brechen? Wie kann der das? Das heißt, wir müssen zuerst den Baum retten und uns dann nach Thor begeben. Ja, von mir aus. Daos ist tot, aber ich würde... Da kommt noch mehr vom Spiel. So, Baum des Lebens. Ich habe jetzt natürlich keine heiligen Flaschen und gar nichts mehr. Vielleicht kann ich da shoppen. Bitte. Also, ich kann shoppen, aber... Albanista! Achso, Items, Jadering. Da habe ich viel Zeug. Und was Jadering? Reduziere deine TP-Verbrauch um ein Drittel. Ja, klingt gut. Ich habe 6 Nullflaschen. Ui. Wo habe ich die alle her? Das ist nochmal Eisenstiefel. Persische Schuhe. Was ist das? Das Katzenpfötchen an deine Abwehr. What the fuck? Deine Abwehr steigt. Meine HP und erhöht meine Angriffskraft. Die Schuhe, weiße Nebel. Ich mache immer falsch. Metallring. Rubinring. Und was hast du? Du hast auch das Ding. Auf 1263. Ich werde jetzt angezeigt.
dann lass ich's. Was ist mit meiner Waffe aus? Was habe ich jetzt? Mondfallux. Ja, das ist ein Element, das gefällt mir eigentlich nicht. Aber egal. Hier bin ich übrigens falsch. Oh, ich bin so müde. Ja, weil ich vor kurzem aufgestanden bin. Das ist dumm. Warum renne ich jetzt mal im Kreis? Heilige Flasche, her damit. Ja. Back to business. Für Paralysation, ja, das wäre jetzt echt geil. Ich vergiss es immer wieder. Und Flaschen, ja. Geil. So, ich müsste jetzt erstmal schauen, wo der Baum des Lebens ist. Ich weiß es gar nicht mehr. Fische, Schuhe und Flaschen. So. Jetzt werde ich erstmal eine Zeit lang durch die Gegend rennen und suchen. Und jetzt ist doch nicht Freeland. Ja, da reicht es bis Freeland. Ich muss nach Venezia. Venezia war, glaube ich, rechts oben. Ich kann nicht weiter. Oh. Naja. Ich muss nicht alles töten. Ich habe jetzt in Daos Schloss so viele Viecher vernichtet. So, Freeland, da ist. Wo ging's nochmal nach Venezia? Ich glaube nach links. Welche Stadt war denn zuerst da? Venezia oder Venezia? Oh, das ist eine schnelle Flucht. Toll, noch eine. Heilige Flasche. Ich werde die jetzt wieder wegschmeißen, bis zu mir nicht mehr. Geil. Hier oben? Nee, hier ist gar nichts. Das war hier hinten. Oh, weiß ich schon. Sinn des Lebens. Nirgendwo was. Das heißt, ich muss jetzt nicht nach Freeland. Ah, die Musik, da kriegt man gleich gute Laune. Schön. Jetzt holen wir uns noch ein paar. Bye. So. Jetzt ist Sicherheit, da kann ich jetzt gleich eine mehr kaufen. Hat er gerade Supermeister gesagt? Er nennt mich Meister? Damit ich gehe hier raus. Hält sie noch? Yes. Dann ab nach unten. Jetzt kann ich quer durch die Weltgeschichte reisen. Leider. So. Da. Ja, leider muss ich blechen. Schade, dass es keine bessere Fortbewegungsmethode gibt. Schade, dass es hier kein VN2 gibt. Fliegen. Und einfach zu jeder Stadt, bei der ich schon mal war. Das wäre cool. Aber nein. Toll, jetzt hat es nachgelassen. Ja. So warm. Da ist Winter.
Wobei, eigentlich, ja, doch, wir haben noch Winter, aber es ist März. Ist trotzdem warm und doof. Es wäre ja schlimm, wenn ich im Sommer wieder irgendwelche Spiele von der PS4 aufnehme. Ja, dann werde ich mir wieder hier einen abspitzen. Darauf freue ich mich jetzt schon überhaupt nicht. Ich freue mich auf die Spiele generell. Es gibt viele tolle Spiele für die PS4. Das hätte ich nicht erwartet, wenn man mir das gesagt hätte, ohne dass ich eine PS4 gehabt habe. Ist das ein komischer Mondturm? Das ist Venezia, oder? Ja, danke, dass du mir wieder die Ohren wegfetzt. Toll, jetzt muss ich einen Weg finden, oder wie? Ja, Pech, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Was sagst du mir? Üben, freien Kopf haben, ja, das weiß ich. Wo geht's denn nicht? Wehe. Bist nur ein kleiner Vogel. Eine Eule. Ich tue keine Eule was. Eule was, weil ich Eulen mag. Ich kann da definitiv nicht hin, aber muss ich. Nee, Moment, allerdings muss ich nicht hin. Moment mal. Ich glaube, ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Kann sein, dass Alvanista eine Hafenstadt ist? Oh nein. Nee, Lilly. Nicht Lilly. Denn wenn das der Fall ist, dann muss ich von Alvanista nach Venezia segeln. Das heißt, der ganze Weg war umsonst. Ich gehe hier so wieder falsch. Ja, Lorenoir. Weil im Spiel ist es bisher nicht so lorenoirhaftig wie ansonsten. Ja, ja. Tschüss. Mein Ding ist wieder weg. Ich hätte das ganze Zeug ruhig rausschneiden können, aber naja. Jetzt habe ich schon drüber kommentiert und jetzt bin ich zu faul, das rauszuschneiden. Wenn es noch länger dauern sollte, dann schneide ich es raus. So. Oder beim nächsten Mal schneide ich es raus. So. Ja, ich will. Eine Sau. Es ist zu warm, viel zu warm. Oder ich empfinde das nur so, weil ich gerade aufgewacht bin. Verdammt. So, bitte sei eine Hafenstadt. Ja. Gut, ich bin den ganzen Weg umsonst gelatscht. Applaus, Applaus für den Lorenoir. Der verhält sich überall, selbst in der Streichholzschachtel. Hallo, ich hab. Ich hab so ein Pfeifen, oh, das ist dumm. Das ist kein Tinnitus, das ist, komm schon. Wenn man auf einer Seite, wenn man die ganze Zeit auf einer Seite vom Kopf schläft. Dann hat man das auch, also wenn man die ganze Zeit nur auf einem Ohr liegt. Lernt man das auch. Aber das ist kein Tinnitus. Tinnitus ist, ja, jeder Mensch weiß wahrscheinlich, was ein Tinnitus ist, aber für die Leute, die es nicht wissen, Tinnitus ist das. Sag ich gleich.
das ist Link als Kind. Muss eine hellere Stimme als wie die von Link auf der Reihe bekommen. Oh. Egal, kurze Erklärung, damit ich es nicht vergesse. Ein Tinnitus ist das Pfeifen im Ohr, den bekommt man, wenn man zum Beispiel zu lange laute Geräusche oder Musik oder dergleichen ausgesetzt ist. Mutter! Meryl. Was ist denn Mint? Sie sind wunderschön! Eine Ohrringe? Ja, darf ich sie haben? Bling bling, oh, Mint steht auf. Bling bling. Tut mir leid, die darf ich dir nicht geben. Warum nicht? Ich krieg halt keine hohe Stimme auf die Reihe. Eine Großmutter gab es mir, als ich eine Heilerin wurde. Großmutter, dann, boah, das ist ja überall. Moment, ich bin eh in der Vergangenheit Großmutter. Aber das dürfte passen. Also, weil es deine Lieblingsohrringe sind? Ja. Gnadenlose Wahrheit. Schönes Pferdchen. Es ist ein Einhorn, kein Pferd. Es ist der Symbol des Heils. Einhorn ist ein Pferd. Ne. Moment, Li Chaolan hat auch ein Einhorn auf dem Rücken, also auf dem Rücken seiner Jacke. Und in Tekken, zumindest bei Li weiß ich, steht das Einhorn für Stolz und Stärke. Könnte sein, also steht das Einhorn für Stolz, Stärke und Heilung. Ja, dürfte ungefähr hinkommen. Symbol? Weißt du was? Ich gebe dir jetzt diesen Hut und irgendwann später bekommst du dann die Ohren. Danke, Mama! Er ist vielleicht ein bisschen zu groß für dich, sieht aber sehr schick aus. Es gab noch lesen können. Sie sehen wenigstens, wie Mint zu ihrem Hut kam. Und was stand da? Hilton? Habe ich mich gerade verlesen? Alvanista Hilton. Ah, wegen Hilton Hotel, oder? Paris Hilton? Ist sie, glaube ich, ja, oder? Ich kenne mich mit Stars und Sternchen und dergleichen nicht so wirklich aus. Ich glaube, Paris Hilton ist sie. Da ihr Vater war, glaube ich, der Inhaber dieser Hilton Hotels, wie immer. Oh, Venezia, ja, Venezia. Nicht zu verwechseln mit Valencia. Valencia ist nämlich eine spanische Stadt. Sowas wie Madrid, Barcelona und... Naja, ich war noch nie in Spanien, leider. Oh. Ich liebe Schiffsreisen. Mint, glaube ich nicht, weil ihr wird schlecht. Aber warum wird ihr jetzt nicht schlecht? Ich habe gerade nachgedacht. Worüber denn? Ich glaube, dass ich den Baum des Lebens theoretisch heilen könnte, aber ganz allein schaffe ich das nicht. Also theoretisch könntest du ihn heilen, praktisch nicht. Toll. Wie meinst du das? Wir brauchen die Hilfe des Einhorns. Welches Einhorn? Das Einhorn ist das Symbol für die... Ja, ich habe mich gerade verschluckt. Das Einhorn ist das Symbol für die Heilkraft Manas. Ich bin sicher, dass es uns helfen kann. Und du glaubst wirklich, das Einhorn würde uns helfen? Naja, ich weiß nicht genau. Und dann ist das eine Chance. Also los, machen wir uns auf die Suche nach diesem Einhorn. Danke, Ruf. Ja, je eher, desto besser. Wir sollten als erstes jemanden finden, der mehr über dieses Tier weiß. Ein Einhorn. Jetzt reise ich nach Alvanista. Gut, das heißt, ich muss diese versunkene Stadt Tor, oder wie die heißt, auftreiben. Ich muss ein Einhorn finden, oder besser gesagt jemand, der über ein Einhorn Bescheid weiß. Da habe ich schon mal ein paar Sachen, die ich machen muss. Okay. Wo ist eigentlich dein Vater? Der war doch irgendwo. Ja, da. Den wir mal wieder besuchen. Dein Vater, sage ich schon, Nancy und... Wie ist dein Mann nochmal? Bräutigam, keine Ahnung. Auf jeden Fall hier. Elvins Mutter, genau. Elvins Frau, Elvins Mann. Mein Gott. Gefühle Information, naja, Elvin hättest du gewollt. Das muss ich auch aufbauen. Es auch ausbaden.
Oh Gott, ich habe hier gerade Textfehler. Was zum Geier? Ihr, na komm schon, rede lokal. Ich glaube, ich lasse es. Ich gehe weg. Ich kann gerade nicht reden. Ich werde hier speichern, werde den Part beenden. Ist ja auch schon Zeit, nicht wahr? Gut, dann würde ich sagen, das war Tales of Phantasia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.